Yvonne und Prinz Carsten, der Zweite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht, Carsten war Sportler. Weil, also ich weiß nicht, wann ich wirklich bei einem Prinzen so traumhaft schöne Beine gesehen habe. Also perfekt. Uns liegt ja Düsseldorf am Herzen, auch die Vereine. Ne? Fortuna, die sind ja wirklich jetzt top. DG, die arbeiten noch dran, aber es ist vielleicht, weil seitdem du nicht mehr im Tor stehst. Weil er ist ja nun mal immer noch der amtierende deutsche Meister, weil seitdem Carsten nicht mehr im Tor steht. Genau zusammen! Ja, wir sind ja jetzt seit November schon unterwegs und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was wir seitdem erleben, ist wirklich ganz, ganz großartig. Die vielen tollen Momente, die wir bisher erlebt haben, wir waren ja schon im November auch bei euch, bei eurem Generalchorappell. Das war ja so ein bisschen die Vorsession zum Eingewöhnen. Dann hatten wir ja unsere kleine Weihnachtspause gehabt und sind jetzt im Januar wieder voll durchgestartet. Das, was wir seitdem erleben, ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Wir werden so herzlich in den Seelen empfangen, das ist wirklich unglaublich. Ich glaube, das hätten wir uns im Traum nicht gedacht, dass uns die Herzen der Düsseldorfer so zu Füßen liegen werden, dass dieses wirklich grandiose Publikum uns so durch die Seele trägt, das ist einfach ganz großartig und dafür sind wir sehr dankbar und möchten euch wirklich von Herzen dafür danken. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und wir freuen uns natürlich sehr auch auf eine etwas ja ungewöhnlichere Karnevalsveranstaltung wie heute, auch mal zu Gast zu sein. Das ist ja mal etwas anderes. Ein karnevalistisches Programm mit einer Modenschau zu kombinieren, das ist ja wirklich mal was ganz anderes. Und ich habe gehört, eure Generalprobe oder eure Kostümübergabe, die ist ja dem Sturm ein bisschen leider zum Opfer gefallen. Aber wie ich gehört habe, die Kostüme sind ja trotzdem rechtzeitig übergeben worden. Und was ich so gesehen habe, da waren ja wirklich ganz, ganz fantastische Kostüme dabei. Und die habt ihr heute hier schon präsentiert. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine ganz tolle Sache, die ihr hier pflegt mit der Elli Heuss Knappschule. Das ist wirklich eine wirklich ganz, ganz hervorragende Sache. Und das ist toll, dass ihr so etwas unterstützt. Vielen Dank dafür. Ja. Jetzt haben wir ja wirklich schon eine gewisse Zeit hinter uns und die letzten Tage brechen so langsam an und ich muss sagen, wir sind jetzt schon ein bisschen wehmütig. Jetzt kommt das letzte Wochenende bevor den tollen Tagen. Es geht so langsam in den Endspurt und ich muss sagen, wir werden wirklich jeden einzelnen Auftritt noch sehr, sehr genießen, werden all die Momente wirklich ganz fest in unser Herz schließen, damit wir nach Aschermittwoch noch ganz, ganz lange daran zurückdenken können. Und noch wirklich lange, lange von diesen tollen Erinnerungen zehren werden. Und weil das alles so schön ist und wir so viele tolle Momente haben, sind wir natürlich ganz besonders stolz, in dieser Session euer Prinzenpaar zu sein. Wir haben das große Glück, das mit euch zusammen erleben dürfen. Ihr seid ein wirklich tolles Publikum und dafür möchten wir uns wirklich ganz, ganz herzlich bedanken. Und jetzt lasst uns ausrufen auf unseren schönen Düsseldorfer Karneval. Ein dreifach Düsseldorf! Ja. Amazonenchor! Ja. Düsseldorf! Ja. Und die und jetzt spricht zu euch das Schönste, was der Düsseldorfer Karneval in roten Schuhen zu bieten hat. Unser Prinz Carsten. Hallo zusammen. Ja, liebe Amazon, ich gratuliere euch zur 62. Modezielveranstaltung. Seit 1957 veranstaltet ihr die Sache. Und ehrlich, wer könnte es am besten machen oder besser machen als Amazon in der Modestadt Düsseldorf? Ich wüsste niemand, deswegen Gratulation zu der tollen Veranstaltung und ich glaube, ein ausverkaufter Saal gibt euch für diese Veranstaltung recht. Ja, ich persönlich freue mich natürlich auch, dass einige meiner Jungs von der Großen heute da sind. Und ich habe schon gehört, dass der Tom Bauer ein Kleid gewonnen hat. Ja, ein Kostüm, das kennst du, weil du hast so drei kleine Mädchen, kennst du das Zahnfee? Ja. Das Kostüm hat Tom Bauer gewonnen und ich habe ihn darauf festgenagelt. Beim nächsten Hoppeditz erwachen zieht er das an. Ja, so lange will ich gar nicht warten.
Das liegt jetzt in deinen Händen. Ja, also ich finde so, ja, Altweiber ist ein gutes Datum dafür. Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Und wie gesagt, das ist aber auch das, wo unser geliebter Karneval von lebt. Nicht nur in Düsseldorf, sondern generell der rheinische Karneval an der Vielfalt der Veranstaltungen. Und dass wirklich jeder Verein unterschiedliche Sachen macht, unterschiedliche Veranstaltungen anders feiert. Nicht nur jetzt die Vereine, sondern die Städte auch. Aber im Endeffekt feiern wir alle das Gleiche. Und zwar das friedlich, fröhlich und bunt. Und da können wir Rheinländer generell, auch die mit dem Türmchen ohne Ruhr, die nehmen wir dann mal mit rein, können wirklich sehr stolz darauf sein. Und deswegen glaube ich auch, ist mittlerweile unser geliebter Rheinischer Karneval auch ein Weltkulturerbe. Das wäre nicht der Fall, wenn es nicht was Besonderes ist. Ja, lieber Carsten, danke für die wundervollen Worte. Also es macht uns wirklich stolz, 62 Jahre diesen Modetee durchführen zu dürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten schon einige Prinzen, die haben getanzt, die haben gesungen, aber ihr macht es richtig. Ihr habt gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen die Leute mit den Herzen erreichen. Ich meine, ich habe euch erlebt seit der Prinzenkürung und ich kann mich kaum daran erinnern, dass wirklich einem Prinzen so die Herzen, weil ihr seid einfach so, wie ihr seid, natürlich, ihr kommt so rüber und es ist einfach toll, euch auf der Bühne zu sehen und man sieht euch diese Freude an und mit diesem Herz, wo ihr dabei seid. Und ich weiß ja, dass ihr auch drei ganz tolle Spendenzwecke habt, da wirst du ja gleich noch was zu sagen. Und wir haben uns überlegt, was machen wir bei euch beiden? Wir haben immer so eine kleine Idee, was wir hier machen. Und ihr unterstützt ja mit der Spende den Nachwuchs des Düsseldorfer Karnevals. Und da sind zwei Mädels, die tanzen schon wirklich von, ich glaube, die konnten gerade laufen, seitdem tanzen die. Und ich habe mir überlegt, was wäre schöner, das jetzt hier zu präsentieren, um das zu sehen, was ihr auch unterstützt. Und wenn wir so ein kleines Stückchen hingehen, möchte ich jetzt gern Daniela und Nina auf die Bühne bitten. Schweine, die trauen
Gesellschaft Originale Düsseldorf, wo ich seit 9 Jahren die Patenschaft für die Kinder habe. Und ich bin mächtig stolz. Und auf die beiden in diesem Jahr besonders, weil sie haben nämlich im Herbst den 1. Platz in der Rheinischen Meisterschaft beim Paartanz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch euch beiden noch. Ja, Yvonne und Carsten, das war unser Geschenk an euch. Man sieht, wenn man die Kinder wirklich fördert und für sie da ist, dann können so tolle Darbietungen daraus entstehen. Also Nina, die ist meine 12. Session und Nina war bei meiner ersten Veranstaltung hier unser Leben begleitet. Ich bin immer so ein bisschen, ich fühle mich bei ihr wie die Karnevalsmama, ne? Aber man sieht, wenn man sich wirklich um den Nachwuchs in Düsseldorf kümmert, dann wird man auch erst irgendwann mal Meister im Paartanz. Und das, finde ich, kann sich sehen lassen mit der tollen Darbietung, eure tollen Kostüme. Das haben die beiden sich auch selber ausgedacht. Und so wie ich das auch kenne, werden die beiden auch selber viel Spaß geklebt haben. Also wie gesagt, wenn ihr dafür Spenden sammelt für die Jugend, ihr seht, wir sind auf einem guten Weg in Düsseldorf und solche Aktionen fordern das natürlich. Und da bedanke ich mich auch, dass ihr auch dieses Projekt ausgesucht habt. Ihr beiden bekommt von uns natürlich auch den Orden. Liebe Kerstin. So, ich sehe, die Ramon hat ein Zettelchen. Du darfst jetzt vorlesen. Ich nehme an, du passt auf deinen Mützen. Ja, da freust du dich schon drauf, oder? Ist doch eine gute Arbeitszeit. Genau. Wir haben natürlich auch unseren Prinzenpaarorden mitgebracht, den wir sehr gerne heute auch verleihen möchten. Und dazu bitten wir die Julia Falkenburg, die Claudia Schulz, die Daya Gößmann, die Christine Korsan und die Marianne Kock auf die Bühne, bitte. So, ich darf natürlich auch die Adjutantur begrüßen, den Prinzenführer Rolf Förster. Ein Traumtänzer, der nicht nur an der Stange tanzen kann, er kommt immer durcheinander, lieber Tommy. Tommy Stelzmann! Der Adjutant der Venezia ist heute Uwe Bock und an der Standarte Martin Haar. Herzlich willkommen! So, auch unsere Mädels möchten jetzt büchsen. Und für die Venezia haben wir eine Rose, weil du kriegst so viele Blumen. Haben gesagt, manchmal sagt eine Rose mehr wie ein ganzer Strauß. Aber das Schönste an dem Strauß ist der Scheck für euren guten Spendenzweck. Yeah.
angesprochen, es geht so jetzt auf die Zielgerade, weil es ist traditionell der Modetipp nur 14 Tage schon mit Kopf. Also, aber ich denke mal, wir haben noch ein paar schöne Stunden und Tage und ich weiß, ihr werdet es noch bis zur letzten Minute genießen, so wie ihr es seit eurer Führung genossen habt und wir euch genießen dürfen. Ihr seid wirklich ein Künstlerpaar des Herzens. Vielen Dank dafür. So, jetzt genießt nochmal den Catwalk, dass euch alle in voller Größe hier sehen können. Und ich bitte jetzt um Ausmarsch des Prinzenpaares. Ja.